Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch und uns allen. Ich weiß, dass es schwierig ist, zu dieser frühen Zeit wirklich die Aufmerksamkeit zu finden, aber ich glaube, dass das Thema, das uns hier auf dem Parteitag bewegt und das ganz eng mit der Frage nach der Rolle der Europäischen Union für Gestaltung unserer Politik verbunden ist, dass uns das ausreichend bewegt, damit wir uns jetzt hier auch gemeinsam auf eine Debatte einlassen können. Ich möchte zunächst erst einmal mich bei Hans Motrow bedanken. Hans war in der vergangenen Woche bei uns in der Fraktion in Brüssel. Und wir hatten dort sehr ausgiebige Diskussionen und wir waren uns einig, dass wir unsere Potenziale, die wir haben, gemeinsam im Interesse auch der gesamten Partei der Linken in Europa mit nutzen müssen, nutzen wollen, um weiter nach vorne zu kommen. Die Fragen, die vor uns stehen in der Europäischen Union, denen wir uns auch zu stellen haben, sind sehr vielfältig und ich glaube, es ist nicht notwendig, dass ich euch die gesamte Liste aufzähle der Krisen, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind und der Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben. Das möchte ich uns einfach ersparen und erwartet bitte jetzt nicht von meiner Seite, dass ich wiederum alle Themen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, hier in meinen Bericht mit einbringe. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht jetzt vorhabe, einen Rechenschaftsbericht der Fraktionen zu geben. Die Fraktion wird keine Rechenschaft auf einem Parteitag einer Einzelpartei geben. Und die Delegation hat, und das liegt inzwischen bei euch auf den Plätzen allen aus, hat extra auch mit Blick auf den Parteitag, mit Blick auch auf die Auseinandersetzung eine neue Ausgabe von Europa Rot mit ausgelegt. Dort haben alle Abgeordneten der Delegation auch noch mal zu wesentlichen Themen Stellung genommen. Und ich glaube, es liest sich sehr interessant und erfüllt auch den Zweck, den ansonsten ein Bericht einer Delegationsleiterin hier gehabt hätte. Worauf ich eingehen möchte, das ist die Frage, wie gehen wir jetzt als Linke in unseren eigenen Wahlkampf? Wie gelingt es uns wirklich, die Frage nach der Rolle der Bundesrepublik Deutschland, nach der Rolle einer neu zu wählenden Bundesregierung nach dem 24. September innerhalb der Europäischen Union in Europa aufzuwerfen und von unserer Seite in den Wahlkampf einzubringen. Wir dürfen Ihnen nicht gestatten, dass dieser Wahlkampf, der mehr als je zuvor ein europäisch geführter Wahlkampf sein muss, weil es keine Frage gibt, die wir uns national stellen, dass wir die ohne eine Einbindung, ohne eine Rückkopplung mit den Entwicklungen in der EU beziehungsweise auch mit den Rahmenbedingungen, die EU und die innerhalb der Europäischen Union und global stehen, irgendwie auch nur führen können. Es gibt keine dieser Fragen. Der Klimawandel macht an keiner Grenze Halt. Die Flüchtlingsfrage, das dürften wir nur ausgiebig in den vergangenen Jahren erfahren haben, macht weder an den EU-Außengrenzen Halt noch an der Grenze oder ehemaligen Grenze zur Bundesrepublik Deutschland. Der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung wird nicht erfolgreich geführt werden können, wenn wir ihn uns nur als einen Kampf innerhalb der nationalen Gegebenheiten vorstellen. Die Frage, inwieweit wir als Europäische Union und inwieweit wir als Bundesrepublik Deutschland uns den eigentlichen Werten, den proklamierten Werten der Europäischen Union stellen, wird eine entscheidende Frage sein. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass die Europäische Union in den Abgrund getrieben wird, weil Merkel und Schäuble die Union diktieren wollen und weil sie endlich durchsetzen wollen, dass hier Deutsch geredet wird. Damit machen wir die Union kaputt. Und so sind es einerseits die Konstruktionsfehler der Europäischen Union, denen wir uns zu stellen haben, und andererseits aber auch genau, wie innerhalb dieses Konstruktes die Machtinteressen, die Machtgruppen sich gegenseitig positionieren, sich ausspielen wollen und jeweils für sich das Beste herausholen wollen. Und das ist der Totengräber für die EU. Und man könnte hier schon gleich sagen, der größte Totengräber für die EU, das ist Schäuble. Und so möchte ich auch darauf hinweisen, dass das, was uns bisher auch angesichts der letzten Jahre, der Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, präsentiert wird seitens der Institutionen, seitens der Kommission, seitens des Rates, das sind nicht die Antworten, die wirklich gebraucht werden, um den notwendigen Paradigmenwechsel innerhalb der Europäischen Union hinzubekommen, um wirklich den Schritt zu machen hin zu einer solidarischen Union,
in der die Mitgliedstaaten, in der die Menschen gleichberechtigt leben können und in dem Menschenrechte, soziale Rechte, individuelle Freiheitsrechte wirklich für jeden und jede in jeder Region dieser Europäischen Union gleichermaßen gelten können. Und in dem Punkt, an der Stelle, möchte ich ganz klar sagen, was wir brauchen ist, dass auch wir als Linke hier in Deutschland, wenn wir auf die Union gucken, uns aus unserem nationalen Blick heraus lösen. Wir müssen ein ureigenstes Interesse daran haben, dass auch in Lettland, dass in Griechenland, dass in Spanien, in Portugal oder wo auch immer in der Union wir europäische Lösungen, europäische Werte mit durchsetzen helfen. Aber im Interesse der Menschen soziale Fragen in den Mittelpunkt stellen, solidarische Antworten geben, nicht Einzelstaaten erpressen, letztendlich in Verfassungen von Mitgliedstaaten eingreifen und Staaten zwingen, dass sie soziale Rechte außer Kraft setzen müssen. Im Weißbuch der Kommission, und das haben wir sicher eine ganze Reihe mitgekriegt, als es hier um den 60. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge ging, die Kommission hat ein Weißbuch zur Zukunft der Europäischen Union vorgelegt und will darin allen weismachen, dass neoliberale Politik vernünftig ist und dass aus diesem Grund, dass weiter wie bisher die zweitbeste Entwicklungsvariante, also Szenario 2, was Sie vorschlagen, sei, das sei die optimale Variante und viel mehr gemeinsames Handeln müsste auf derselben Grundlage angestrebt werden. Alle fünf Varianten sind aber vom Lissabonner Vertrag abgeleitet, der die neoliberale Politik festschreibt, ergänzt um Regelungen zur Haushaltsüberwachung und zum neoliberalen Euro-Krisenmanagement. Das heißt, dass die Erlangung, Sicherung sozialer, demokratischer, ökologischer Standards, die Bewertung ihrer Lebensbedingungen durch die Bürgerinnen und Bürger und ihre Zukunftserwartungen sind seitens Kommission und Rat innerhalb dieser Debatte um das Weißbuch ganz einfach nicht vorgesehen. Sie sind nicht mal ein Thema. Und da wir ja gemeinsam mit Juncker und Co. doch vernünftig und realistisch sein sollen und daher wissen müssten, dass die beste Variante des drohenden, also dieses gemeinsam und mehr, durch den drohenden Rechtspopulismus jetzt nicht möglich sei, sollen wir zustimmen der Losung, wer mehr will, tut mehr. Was nichts anderes heißt, als dass die Großen, die Starken, die sich durchsetzen, letztendlich ihre eigenen Geschwindigkeiten definieren, ihre eigenen Handlungen definieren und andere immer mehr von sich abhängig machen und diese auch abhängen. Das kann es nicht wirklich sein. Meine Befürchtung ist, dass auch nach dem Wahlsieg von Macron die Einigung zwischen Merkel und Macron letztendlich darauf hinausläuft, wir geben dir etwas, lieber Macron, damit du nach außen sagen kannst, hier verändert sich was bei der Frage der Haushaltsüberwachung. Aber dafür, lieber Macron, unterstützt du uns, Bundesrepublik Deutschland, dass wir nicht mit irgendwelchen Sanktionen belegt werden wegen unserer großen Überschüsse, mit denen wir letztendlich innerhalb der Europäischen Union für mehr Ungleichheit als Bundesrepublik Deutschland gesorgt haben. Wir sollen uns also mit absehbaren Entwicklungen abfinden. Die EU bleibt weitestgehend zusammen, um sich und ihre Mitglieder vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Das ist ebenso erbärmlich wie menschenverachtend und nicht nur für die EU, auch lebensgefährlich. Als Linke, und da gebe ich Hans auch wiederum vollkommen recht, sollten wir uns aufgefordert sehen, uns mit eigenen Vorstellungen, Alternativen einzumischen, Politik gemeinsam zu machen. In den Debatten in unserer Fraktion, die immer wieder geführt worden sind, wurde zuletzt immer wieder moniert, dass wir als Linke nicht über eine gemeinsame Vision verfügen, die letztendlich auch zu gemeinsamen Handlungen führen könnte und die uns aus dieser Haltung von Verzagtheit, Unentschlossenheit, wenigen gemeinsamen politischen Aktionen herausholen könnte. Deshalb an dieser Stelle meine Anmerkung. Wenn wir lernen wollen oder wenn wir mal sehen wollen, wie in düstersten Zeiten Menschen, Genossen, Mitglieder kommunistischer Parteien und Parteilose versucht haben, für sich eine Vision zu erarbeiten, die herausführen kann, die mit sprachlicher Gewalt, sprachlicher Kraft und Überzeugung gestaltet worden ist,
Dann lassen wir uns doch gemeinsam darauf ein, beispielsweise uns das Manifest von Ventotene aus dem Jahre 1941 anzuschauen. Dort haben drei Häftlinge auf der Gefängnisinsel, also mitten im düstersten Kapitel europäischer Geschichte, die Kraft gefunden, ein Manifest für die Zukunft Europas zu entwickeln und gleichzeitig darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um ein sozialistisches Europa handeln muss. Diese Kraft sollten wir auch wiederfinden, uns zusammensetzen und genau diese Entwicklung auch nachvollziehen bzw. uns dem zuzuwenden. Lasst mich zu zwei Themen kommen, die ganz aktuell sind. Zum einen zu den letzten Wahlen diese Woche in Westminster. Die Wahlen zum britischen Unterhaus in Westminster sind klar. An der verheerenden Niederlage von Theresa May gibt es nichts zu deuteln. Und meine Fraktion hat sowohl Jeremy Corbyn zu diesem Wahlergebnis zur Wahlkampagne recht herzlich gratuliert und ihm auch mitgeteilt, dass wir seine Forderungen unterstützen, dass May zurücktreten muss. Genauso gut haben wir aber auch unseren Genossen von Sinn Féin gratuliert zu ihrem Wahlergebnis. Sie haben ja 7 Sitze erreicht. Sie werden jetzt nach einer Wahlkampfanalyse entscheiden müssen, ob sie diese Sitze annehmen und wie sie die einordnen in ihre Gesamtstrategie, weil es auch letztendlich noch immer auf der Tagesordnung oder wieder auf der Tagesordnung steht, dass auch möglicherweise im Norden Irlands ein Referendum über den Austritt aus dem Königreich geführt werden wird. Also um das nur deutlich zu machen, es geht nicht nur um Schottland, auch in Nordirland prallen die Gegensätze aufeinander, hat der Brexit Verheerendes und die Brexit-Ankündigung Verheerendes ausgelöst. Bedeutet dies, dass die Brexit-Verhandlungen einfacher werden? Nein. Die EU muss sich hüten, mit einer Rechthaber-Sieger- und Stärkementalität aufzutreten. May glaubt immer noch, dass sie einen Zeitplan einhalten könnte, dass sie mit einem Verhandlungsteam antreffen kann und dass sie die Debatte alleine irgendwo bestimmen kann. Seitens der EU gibt es eine klare Prioritätensetzung. Und ich möchte an der Stelle auch hervorheben, dass es ein wichtiger Schritt auch für uns als Fraktion im Europaparlament zu gelten hat, dass wir in der Debatte im Vorfeld zur Ankündigung des Austrittes, also der Aktivierung des Artikels 50 des EU-Vertrages, dass die Fraktion sich eingebracht hat in eine gemeinsame Resolution des Parlaments, diese auch mitgezeichnet hat, und dass es uns gelungen ist und maßgeblich unserer Fraktion gelungen ist, 2 Punkte mit in den Vordergrund zu stellen. Einerseits, erste und oberste Priorität bei den Brexit-Verhandlungen haben die Rechte der Menschen, die vom Brexit konkret betroffen sind. Wir denken hier an die über 4 Millionen Bürger, die einerseits als EU-Bürger in Großbritannien leben, andererseits als UK-Citizens in der Europäischen Union leben. Wir denken aber auch an die Menschen in Nordirland, in Gibraltar und eben auch in Schottland. Der zweite Punkt ist, wir haben durchgesetzt, und das ist bis ins Verhandlungsmandat der EU reingekommen, dass bei den Verhandlungen das sogenannte Good Friday Agreement in all seinen Teilen gewahrt werden muss. In all seinen Teilen. Das ist Verhandlungsposition jetzt der EU. Das ist kompliziert, weil völlig klar ist, dass sowohl ein Brexit ohne Abkommen als auch ein schlechtes Abkommen völlig im Widerspruch zu dem stehen, was im Good Friday Agreement beschlossen worden ist und festgelegt worden ist. Und jetzt mag sich mancher die Frage stellen, wenn ihr jetzt mit Hilfe von Sinn Féin anfangt und sagt, ihr mischt euch in Verhandlungen ein, ihr definiert, dass es für Menschen innerhalb der Europäischen Union einen Wert gibt, der da heißt, das ist Europäische Union, kehrt ihr jetzt von eurer Kritik an den bestehenden Grundlagen der Europäischen Union ab, dann sage ich klar, nein, auch Sinn Féin tut das nicht. Sinn Féin hat in den zurückliegenden Jahren in 2 Referenden sich klar gegen den EU-Vertrag, die Neufassung des EU-Vertrages ausgesprochen. Sie sagen andererseits aber, muss bedacht werden, dass die EU ein Garant für den Friedensprozess in Nordirland ist. Und wir wollen nicht, dass über einen Brexit die harte Teilung wieder aus der Vergangenheit
unsere Gegenwart und Zukunft werden soll. Wir wehren uns dagegen. Als Fraktion sind wir in Nordirland und in Irland gewesen. Wir sind entlang der imaginären Grenze gefahren. Wir haben gesehen, wie eng inzwischen die Handelsstrukturen, regionalen Strukturen, die Beziehungen zwischen den Menschen entwickelt sind. Und wir können nur klar sagen, an dieser Stelle darf es nie wieder eine harte Grenze geben. Es darf keine neue Außengrenze der Europäischen Union geben, die jetzige EU-Bürger voneinander trennt und sie wiederum zu Feinden macht. Das muss eine der Punkte sein. Die Verhandlungsrunden sollen zu jedem Thema ca. 4 Wochen dauern. Wir stehen dafür und wir beteiligen uns daran, dass wir in diesem Verhandlungszyklus als Europäisches Parlament jeweils mit beteiligt sind, dass wir informiert sind, dass wir Vorschläge machen können, dass wir in die Auswertung einbezogen werden und dass wir auch in allen Zwischenphasen als Europäisches Parlament ein wichtiger Partner sind. Wir brauchen dazu aber auch, und das möchte ich hier wirklich noch einmal anmahnen, die Unterstützung, die Zusammenarbeit mit der Partei und mit der Bundestagsfraktion, weil es insbesondere wichtig ist, welche Haltung die Bundesregierung in dieser Frage auch einnimmt, wie sie sich selbst innerhalb der Verhandlungen mitgestaltet oder mit einbringt. Ja, dann zweites Thema, das ich hier noch benennen möchte, Griechenland und den Umgang der Linken damit. Die entstandene politische Lage in Griechenland ist zu einem Dauerbrenner in unserer Fraktion geworden, in der linken Fraktion im Europaparlament. Die Syriza-Delegation, die 2014 mit 6 Abgeordneten in das EP einzog, davor hatte sie nur einen, hat sich in der Folge auseinanderdividiert. Ein Abgeordneter, ehemaliger Europaminister der ersten Syriza-Regierung, ist Mitglied einer anderen linken Partei geworden, aber bei uns in der Fraktion geblieben. Eine zweite Abgeordnete ist unabhängig in unserer Fraktion. Das heißt natürlich, dass es innerhalb der Fraktion sehr unterschiedliche Positionen im Umgang mit der jetzigen Regierung, im Umgang zum Griechenland-Problem insgesamt gibt. Aber bei allen unterschiedlichen Bewertungen, insbesondere zur griechischen Regierung und zu ihren Handlungsoptionen, die sie tatsächlich gehabt hatte und hat, war und ist in der Fraktion immer klar gewesen, dass wir jegliche Art von Austeritätspolitik ablehnen. Wir sind die ersten und lange Zeit die einzige politische Kraft im Europaparlament gewesen, die sich gegen Austeritätspolitik gewandt haben und gesagt haben, Austeritätspolitik tötet, Austerity kills. Wir sind dafür ausgelacht worden. Wir haben jetzt es geschafft, die Basis im Europaparlament für diese Position zu verbreitern. Großteile der Sozialdemokraten, viele Grüne folgen uns in dieser Position inzwischen. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal anerkennen, dass es möglich ist, wenn man rausgeht, wenn man aktiv dafür wirbt und wenn man auch Widersprüche bewusst annimmt und sich damit auseinandersetzt, dass man dann auch Unterstützung gewinnen kann. Und ich sage hier ausdrücklich, auch weil es in der letzten Zeit eine Debatte gegeben hat um eine Erklärung der 3 Fraktionsvorsitzenden gerichtet an die Eurogruppenfinanzminister. Wenn wir als Linke nicht wirklich jede Gelegenheit, jede Initiative nutzen, um deutlich zu machen, dass diese Erpressung von Griechenland aufhören muss, dass Stopp sein muss damit, dass man sagt, wir wollen noch mehr Maßnahmen von euch, aber wir halten euch hin. Das Versprechen vom Juli 2015, dass wir zu gegebener Zeit auch über einen Schuldenerlass, eine Schuldenumstrukturierung, über Schuldenstreichung oder was weiß ich reden, das lösen wir einfach am Sankt-Nimmerleins-Tag ein. Wenn wir das als Linke hinnehmen und hier nicht wirklich jede sinnvolle Initiative unterstützen, sind wir den Namen als Linke nicht wert. Das ist eigentlich die zentrale Frage, mit der wir uns auch in diesem Wahlkampf auseinandersetzen müssen. Wir können doch nicht zulassen, dass ein Finanzminister, eine Bundeskanzlerin dazu beiträgt, dass hier ein Land in den Abgrund getrieben werden, dass Menschen in Not getrieben werden und dass man verächtlich herabwürdigend darüber hinausgeht. Und wer uns dann in diesem Zusammenhang als Linke wiederum vorwirft,
Wir würden, weil wir uns an die Euro-Minister wenden und weil wir ihnen sagen, horcht mal, ihr in eurer Sprache, in eurer Diktion sagen wir euch jetzt, es ist genug, hört endlich auf damit. Und uns dann unterstellt, wir würden auf einmal das Memorandum anerkennen, die Austeritätspolitik anerkennen, dann weiß ich nicht mehr, ob einige noch des Lesens mächtig sind. Lasst uns hier lieber zusammenhalten. Lasst uns begreifen, dass Politik immer bedeutet, in konkreten Kontexten zu handeln und diese Kontexte niemals außer Acht zu lassen, eigene Prinzipien beizubehalten. Und wenn es um Griechenland geht, dann muss das für die Linke in Deutschland eine zentrale, fundamentale Frage bleiben. Darum bitte ich euch, das ist der wichtigste Punkt. Wir müssen in diesem Wahlkampf deutlich machen, dass wir solidarisch mit den Menschen in Griechenland sind. Und da komme ich dann auch zu Tsipras. Gestattet mir bitte eins zu sagen. Wenn wir es uns erlauben, in der Bundesrepublik Deutschland einen inkompetenten Finanzminister zu haben, dann ist das unsere Sache. Wenn wir aber zulassen, dass dieser inkompetente Finanzminister Länder und Menschen in der Europäischen Union abwirkt und zum Totengräber der Europäischen Union wird, dann ist das nicht mehr unser Problem, dann ist das ein europäisches Problem und dem haben wir uns zu stellen. Ich sage hier nochmal, auch mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so wie in der Griechenland-Frage, haben wir auch zu lernen, dass wir uns all diesen Themen sehr differenziert zuzuwenden haben, prinzipiell in der Sache, aber konkret unter den Umständen das Bestmögliche herausholen. Und wir stehen hier alle auf unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen Ebenen. Wir müssen aber jeweils das Feld für uns nutzen und dort aktiv werden, was wir tun, und müssen das dann aber auch zusammenführen. Und deshalb bitte ich euch darum, die Arbeit der Fraktion, der Europaabgeordneten der Linken im Europaparlament gemeinsam so mit einzuordnen, dass sie nicht gegen irgendetwas, gegen Interessen der Partei hier steht im Wahlkampf, sondern dass das etwas Gemeinsames ist und dass wir das nicht voneinander trennen können. Das ist meine dringende Bitte an uns, an euch. Wir haben alle dazu zu lernen und ich hoffe hier natürlich auf einen erfolgreichen Wahlkampf, auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer künftigen Bundestagsfraktion und mit der Gesamtpartei. Dankeschön.